Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich möchte heute mit euch eine neue Lidschattenpalette ausprobieren, die kürzlich erst bei mir eingezogen ist, nämlich gestern. Und zwar von Too Faced die Natural Lust oder Lust Lidschattenpalette. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe nämlich bemerkt, dass es ein bisschen besser ankommt bei euch, wenn ich nicht so immer Full Face mache, also das mache ich ja auch ab und an zu, so zwischendurch, ne, dass ich mich auch von Grund auf mit euch zusammenschminke, sondern dass es auch ganz cool ist, wenn ich mal einfach nur eine Lidschattenpalette zeige. Und ja, gerade bei der finde ich das eigentlich ganz angebracht und deswegen habe ich meine Base schon gemacht, meine Augenbrauen sind drauf, Gesicht in meinem Kram. Kram in meinem Gesicht ist ebenfalls vorhanden und ja. Heute geht es auf einen Geburtstag und zwar von meiner Schwägerin in Spee. Deswegen möchte ich jetzt nicht allzu bunt werden und habe mich deswegen auch für die Natural Lust entschieden, weil sie ja natürlich sein soll. Ja, du hast da auch Töne mit dabei, die ein bisschen intensiver sind, aber im Großen und Ganzen spricht sie ja für Natürlichkeit. Ich entferne jetzt erstmal die Pappverpackung. Ich bewahre sowas gar nicht auf. Also solche Pappverpackungen mag ich nicht wirklich. Auch wenn du hier irgendwie so einen Flyer mit drin hast. Of the seven deadly sins, lust is definitively the most fun. Okay, ja, das stimmt. Von den sieben Sünden ist die Lust auf jeden Fall der größte Spaß. Okay, cool. Hier hast du so verschiedene Looks mit drin, die du damit schminken könntest. Finde ich inspirativ, finde ich echt cool. Die sehen tatsächlich auch manchmal etwas bunter aus. Gefällt mir. So schaut die Too Faced Palette Natural Lust dann außerhalb ihrer Pappverpackung aus. Ist selber eine Pappverpackung. Finde ich ein bisschen schade, weil die nicht günstig war. Und so schaut sie von innen aus. Du hast hier keine Folie drüber. Ja. Hat irgendwie keinen Duft. Sonst hast du bei den Too Faced Paletten auch gerne mal einen Duft mit dabei. Die Verpackung, wie gesagt, sie ist leicht. Das ist positiv, ne? Das heißt, du kannst auch diese Riesenpalette in der Hand halten, den geilen Spiegel auch schön verwenden. Aber ich finde sie... Das ist halt so Pappe. Finde sie doof. Man kann es auch komplett umklappen, wenn man den Spiegel nicht haben möchte. Jetzt mache ich mir erstmal einen Lidschattenprimer drauf. Das habe ich eben vergessen. Da habe ich hier von Urban Decay die Primer Potion aktuell in Verwendung. Als erstes gehe ich mit einem großen fluffigen Pinsel in diese Farbe, um mein Lid zu setten. Das ist der Farbton Buff It Out. Mit einem fluffigen Blendepinsel gehe ich in diese Farbe. Das ist die Farbe Love Language, die Sprache der Liebe. Ja, krieg gut was auf meinen Pinsel und gebe mir das hier ein bisschen höher als meine Lidfalte, um mir eine künstliche Lidfalte ja zu generieren, um mein Auge optisch zu heben, weil ich ja ein Schlupflid habe. Und das, obwohl ich halt so eine softe Farbe habe und einen sehr soften Pinsel, funktioniert relativ gut, denn ich sehe auf jeden Fall direkt was auf meinem Auge. Ich sehe direkt Pigment. Das finde ich sehr angenehm. Natürlich muss man sich die Farbe etwas aufbauen, aber... Man bekommt da auf jeden Fall einen sehr soften Look. Also Look ist gut, ein sehr softes Ergebnis. Mit einem etwas fester gebundenen, aber doch immer noch fluffigen Blendepinsel gehe ich in die Farbe Set in Stone. Das ist so ein ja, hellbraun. Da habe ich jetzt ein bisschen Kickback in der Palette, aber das liegt auch daran, dass ich tatsächlich jetzt einen etwas festeren Pinsel habe. Das klopfe ich jetzt auch mal ab. Weil da möchte ich eher vorsichtig mitarbeiten. Und den setze ich mir halt auch so ein bisschen drunter, um die Lidfalte zu vertiefen. Wow. Da kommt ordentlich was aufs Auge. Den Rest verblende ich dann auch so ein bisschen nach oben hin, nach außen hin. Bitte erschreckt euch nicht über meine sehr trockenen Lider aktuell. Ich habe eine Augencreme verwendet, die mir leider nicht gut getan hat. Ja, habe ich dann auch aussortiert jetzt heute. Es ist so schön, dass von der Seite da vorne jetzt gerade auch ein bisschen Tageslicht hier reinkommt. Es wird März, es wird Frühling, so langsam wird es draußen etwas heller und ich freue mich auch schon, denn ich habe in den Wetterberichten gehört, dass es ab Mitte März auch wieder schön anziehen wird von der Temperatur her, dass es wärmer wird. Oh, ich freue mich da so sehr drauf. Ich mag das nicht mehr, dieses nass-kalte Wetter. Klar, wir müssen Winter haben, aber ich finde, einen richtigen Winter hatten wir dieses Jahr halt auch nicht wirklich. Deswegen, irgendwie war das merkwürdig dieses Jahr, oder? Also, wenn im Januar sich meine Rosen schon wieder überlegen,
blühen zu wollen? Irgendwas läuft hier schief. Ich muss jetzt auch gar keine neue Farbe auf dem Pinsel nehmen und keinen anderen Pinsel nehmen, um das nach oben hin zu verblenden, weil Too Faced einfach eine so schöne Qualität bietet, dass man das auch so schön verblenden kann. Das ist, ne, dadurch, dass das schon vorher ein bisschen Farbe drauf war, verbindet sich das, alles wird soft und auch die Palette, das ist alles sehr harmonisch bislang mit den drei Tönen, die ich verwendet habe. Die Farbe Spank Me, das ist so ein ganz dunkles Braun, gebe ich mir mit einem Smudger-Pinsel auf. Da gehe ich zweimal so rüber, habe da ein bisschen was auf dem Pinsel und gebe mir das hier so, wow, an mein äußeres Drittel. Hui, Farbe, hallo, da bist du ja. Sie war auch schon vorher da, aber das ist ja heftig, oder? Blende ich hier auch oben so ein bisschen rein. Ganz sanft. Das ließ sich jetzt mit dem Smudger-Pinsel da oben einblenden, Leute. Ich bin begeistert. Einfach mit einer leichten Hand das Ganze auf dem Auge hier so verteilen, oben so ein bisschen mit rein. Ist das schön. Den Smudger-Pinsel habe ich mir jetzt ein bisschen an einem Lappen sauber gemacht und ich weiß jetzt nicht, möchte ich in... Ich finde die Farben alle so wundervoll, ne? Ja, ich gehe jetzt in das Love Spark, in dieses ganz, ganz helle, schimmernde. Gehe da vorsichtig mit dem Pinsel rein. Ja, ich glaube, das ist besser mit dem Finger aufzutragen. Oder angesprüht. Weil so viel kriegst du da nicht, sonst ist das eher ein Topper, ne? Ja, ich mache das mit dem Finger. Dann gebe mir das innen auf. Und dann kommt die Farbe auch zur Geltung. Oh, ist das schön. Ja, so ein bisschen krampft der Daumen, wenn man immer diesen Spiegel so hält, muss ich gestehen. Ja, ich weiß, es gibt schlimmere Probleme im Leben, aber man muss es anmerken. Ich möchte mir auch die Farbe so in den Innenwinkel geben. Versuche das jetzt wirklich mit dem Smudger-Pinsel auch zu machen. Hier muss man aufpassen, dass einem die Glitzer Viecher nicht allzu sehr durch die Gegend fliegen, aber es wird schön gerade. Boah. Hier ist es auch so, dass ich das ein bisschen höher ziehe, auch wenn ich hier eine sehr, sehr trockene Stelle aktuell habe, aufgrund von der falschen Augencreme. Dass ich das halt hier so hoch ziehe, ne? Weil ansonsten, wenn ich halt gerade gucke, sieht man es nicht. Ich möchte, dass man es sieht. Mit ein bisschen MAC Fix Plus sprühe ich mal den Pinsel an und gehe dann in die Farbe rein, weil ich glaube, da kriegen wir dann ein bisschen mehr raus. Mist. Ich habe auch offiziell nun den Spiegel angesprüht. Habe ich super gemacht, oder? Mist. Ja, es wird schon intensiver damit, ne? So habe ich mir das auch tatsächlich vorgestellt. Cool. Dann gehe ich in Just Like That mit dem sauber gemachten Smudger-Pinsel. Das ist auch so ein schöner Schimmerton. Ein bisschen dunkleres Rosé. Und gebe mir das hier quasi so auf den Übergang. Und lasse das hier mit dem Ton verblenden. Mit dem Finger geht es besser. Der ist gar nicht rosa. Der wird braun, ne? Oder so beige-mäßig. Aber schön. Definitiv. Hier noch ein bisschen mit dem Smudger dann so reinziehen, sage ich jetzt mal dazu. Dass die Übergänge etwas weicher werden. Ein bisschen Love Spark nochmal. Ich mag die Farbe einfach. Ich möchte die gerne da auch am Übergang präsenter haben als das Beige. Und dann wieder mit dem etwas fester gebundenen Blendepinsel und zweimal ins Spank Me gedippt, hier oben in die Lidfalte, um die wieder etwas dunkler hinzukriegen. Und mit dem fluffigen Blendepinsel und Love Language, das ist ja dieser helle Ton von eben, mache ich hier oben die Kanten extrem soft. Mit einem Smudger-Pinsel nehme ich diese Farbe, das ist DM Me, Direct Message Me. Und das gebe ich mir nur auf die Spitze von meinem Smudger-Pinsel. Dippe da so frontal direkt rein und gebe mir das einfach an den unteren Wimpernkranz.
ganz soft. Also man sieht da am Ende nicht so viel von. Das ist eigentlich eher so zur Wimpernkranzverdichtung. Und so schaut das dann quasi aus. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Lust, mir einen Eyeliner zu ziehen, beziehungsweise meinen oberen Wimpernkranz jetzt auch mal zu verdichten. Und da haben wir hier so ein schönes Schwarz drin, dieses Blindfolded. Das ist, ups, hier unten. Da wäre mir doch fast die Tasse gerade runtergeflogen. Dann nehme ich mir hier so einen Eyeliner-Pinsel, gehe dann auch vorsichtig in die Farbe rein. Da kommt gut was auf den Pinsel und dann ziehe ich mir einen Eyeliner ganz nah am Wimpernkranz. Oh, das ist schön pigmentiert. Guck mal, wie schön das funktioniert. Gefällt mir. Also ich werde jetzt, erstmal sage ich, habe ungefähr kein Fallout. Ich mache jetzt so ein bisschen so, aber nö, das waren jetzt nur Glitzerviecher. Vor allem von dem Ton hier in der Mitte waren Glitzerviecher da. Ich mache mir jetzt Mascara drauf und dann gucken wir uns mal den Look in Gänze an. Ui, da freut die Sonne sich aber sehr, dass ich gerade fertig geworden bin. Huh! Ich glaube, ja, so sieht es halt im Tageslicht aus. Aber ich mache mal eben die Jalousie runter. So sieht man das, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, also jetzt auch mit Mascara ist es ein sehr softer, schöner Alltagslook geworden. Oder auch ein schöner Look, den man tragen kann, um jetzt einfach wegzugehen. Ja, halt nichts Spezielles, aber irgendwie schön, finde ich. Und so sieht das jetzt halt einfach aus normaler Entfernung aus. Also mich persönlich hat diese Palette positiv wieder nicht überrascht, sondern gestimmt, weil ich persönlich davon ausgehe, dass Too Faced ja auch eine entsprechende Qualität hat. Ja, deswegen kann ich euch die auf jeden Fall empfehlen. Da hat man natürlich noch viel, viel mehr Spielraum, dass man halt auch mal in diese Rottöne greift, dass man in diesen Grünton greift und vielleicht mal ein bisschen in bunter wird. Aber ich habe jetzt einen sehr natürlichen Look damit geschminkt, bin sehr zufrieden damit, wie es jetzt geworden ist und kann euch die auf jeden Fall empfehlen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!